SV Frankfurt, der Spielertalk in 18 Minuten 99. Heute aus der Weinbank mit unserem Neuzugang Leonard von Schrötter und mit dem Geschäftsführer der Weinbank, Carlos Schönig. Carlos, vorneweg erstmal danke für die Einladung, danke, dass wir hier sein dürfen. Und das als erstes muss man uns erzählen, wie kommt man zu so einer coolen Location? Ja, also erstmal schön, dass ihr da seid. Ist für mich natürlich immer eine große Ehre, den FSV hier zu haben. Ist eine Herzensangelegenheit und wir sind ja schon seit Jahren auch Unterstützer und Sponsoren. Und wie kommt man zu so einer Location? Eigentlich relativ simpel. Ich bin schon seit 2005 im Weinbusiness tätig, habe früher viel für große Konzerne eingekauft und natürlich auch dementsprechend große Mengen. Und irgendwann war der Wunsch da, irgendwie ein eigenes Konzept zu entwerfen. Und auf der Suche nach Konzepten, nach Ideen, bin ich auf das Weingut Balthasar Rest gestoßen und auf Christian Rest, der damals die erste Weinbank 2009 in seinem eigenen Gutskeller aufgemacht hat. Und für mich war klar, wir müssen aus dem Rheingau die Weinbank in die Stadt der Banken bringen, nämlich nach Frankfurt. Hat ja relativ gut funktioniert, oder? Auf jeden Fall. Wir sind jetzt 5 Jahre am Start und ich muss ganz ehrlich sagen, die Community erweitert sich stetig. Wir sind unglaublich beliebt bei den Leuten. Wir haben so, so viel Glück, auch tolle Menschen hier zu haben, die immer zueinander finden. Und am Ende ist wirklich der gemeinsame Nenner der Wein. Benni, zu dir, du warst verletzt, du bist zu uns gekommen im Sommer, warst dann eigentlich direkt von Anfang an dabei, ging als und hast dich dann an der Schulter verletzt. Erstmal die Frage, wie geht's dir? Soweit eigentlich ganz gut. So die letzten 3,5 Wochen, sag ich mal, sind ganz gut vergangen. Ja, also ich fühle mich fit wieder. Ich versuche jetzt stetig mit der Mannschaft wieder einzusteigen, immer mehr zu machen, um wieder in die Zweikämpfe reinzukommen, was natürlich kritisch mit der Schulter ist, aber ich fühle mich soweit ganz gut und habe auch mit der Mannschaft mittlerweile wieder mal trainiert und es geht voran. Also ich hoffe, dass ich bis nächste Woche wieder einsatzbereit bin. Jetzt sitzen wir hier in der Weinbank zusammen, das ist die Frage unumgänglich, wie weinaffin bist du denn? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Alkoholtyp, also ich trinke nicht viel Alkohol, ich trinke eigentlich sehr selten Alkohol, wenn er nur zu Anlässen. Ich kann sagen, wenn ich mal einen Wein trinke, dann ist es eher ein Weißwein, aber es kommt eher sehr selten vor. Carlos, wie fußballaffin bist du? Achso, zum Glück hast du mich nicht gefragt, wie alkoholaffin ich bin. Das wäre natürlich deutlich leichter zu beantworten. Nein, ich bin tatsächlich großer Fußballfan. Habe aber weder in irgendwelchen Ligen noch im Verein Fußball gespielt, wenn zu Hobbyzwecken. Und trotzdem ist mein Herz natürlich beim Fußball. Woher kommt denn die Liebe zum FSV? Ganz ehrlich, wir sind eigentlich durch einen Glücksfall auf den FSV gekommen. Damals ging es darum, dass sie noch, das war während dem Stadionumbau 2012, 2013, noch Sponsoren für eine Bankenwerbung gesucht haben und da sind wir auch, um das Thema Wein auch so ein bisschen zu forcieren, mit eingestiegen und haben dann natürlich die ersten Spiele erlebt, die ersten Male in der Loge zusammen verbracht und da wurde einfach ein großer Spaß draus und es ist seit Jahren auch konstant geblieben. Lenny, wir haben die Verletzung schon angesprochen, das sah von oben, ich glaube der Carlos kann das auch bestätigen, ist ja auch bei jedem Heimspiel, weil es sah von oben schon böse aus. Wie bitter war es denn für dich persönlich? Du kommst nach Frankfurt, du hast einen neuen Verein und spielst auch noch direkt und dann bist du im ersten Spiel nach knapp 75 Minuten wieder raus. Ja, es war am Anfang natürlich schwer, ich sag mal die ersten Minuten, so der erste Tag, so der Tag danach, der Sonntag, war, sag ich mal, schwer für mich selber zu verstehen, dass es alles so schnell ging, sag ich mal, in der Situation. Es waren unglaubliche Schmerzen in dem Moment. Man dachte auch zuerst, dass es mehr ist, als was es zum Schluss war. Schlussendlich war ich dann glücklich, dass das nicht das Schlüsselbein eben war, sondern nur eben dieses Schulter-Ex-Gelenk. Aber ich sag mal so, wir haben viele Spiele, es sind noch viele Punkte zu sammeln und es wird garantiert noch viele Spiele geben, wo ich auf dem Platz stehen kann. Wie hart war es denn für dich jetzt zuzugucken? Weil der Saisonstart war ja tatsächlich so, englische Woche, englische Woche, englische Woche. Wir haben ja gefühlt nur noch gespielt. Wie bitter war es denn für dich, dann einfach nur noch zuzugucken? Ja, natürlich, man will am liebsten selber immer auf dem Platz stehen, selber alles geben, sag ich mal, mit dem Team auch. Und dann so die ersten Spiele, sag ich mal, von oben, vor allem nach dem ersten Spiel gegen Bayern Alzenau, wollte man natürlich dann mehr nach dem Sieg auch noch. Was für mich am Anfang nicht so leicht, dadurch, dass sich das Team, sag ich mal, jetzt in den englischen Wochen sehr gut präsentiert hat und wir viele Punkte sammeln konnten und man mit den Leistungen zufrieden sein kann, fällt es natürlich einem selber auch leichter. Aber es wird noch umso leichter für mich, wenn ich wieder komplett im Mannschaftstraining drin bin und dann werden die Spiele auch wieder kommen. Die Punkte geholt ist ein gutes Stichwort. Die Heimspiele sind ein Fest zurzeit, oder, als Zuschauer? Also wir sind sehr glücklich und wir freuen uns. Wir hoffen weiterhin auf viele, viele Heimsiege und dementsprechend macht das ja auch
für die Fans Spaß und natürlich für die Sponsoren natürlich auch. Ja, Lenny, wie bewertest du denn den Saisonstart? 6 Spiele, 13 Punkte, hätte schlechter laufen können, oder? Es hätte schlechter laufen können, vor allem diese englischen Wochen sind für uns als Spieler sehr, sehr hart, weil du immer diesen 2-3-Tages-Abschnitt immer spielst, immer performen musst, immer bei 100% sein musst. Und ich sag mal, 6 Spielen, 13 Punkte kann man sehen lassen. Vielleicht hätten das noch 1-2 Punkte mehr sein können, wo man vielleicht unglücklich den Punkt vielleicht noch liegen lässt. Aber insgesamt auf den Saisonstart hingezogen, kann man sagen, wir können zufrieden sein bis jetzt. Würdest du sagen, du bist ein disziplinierter Spieler? Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche immer da zu sein, immer nah an der Mannschaft zu sein, auch wenn ich jetzt auch in den letzten 3 Wochen nicht aktiv trainieren konnte, ist es wichtig, einfach so nah wie möglich da zu sein, um, ich sage jetzt mal, den seelischen bzw. den persönlichen Beistand dann auch zu haben. Und ja, Disziplin zahlt sich zum Schluss immer aus. Kommt es vielleicht auch daher, deine Disziplin, weil du eben so lange in einem Nachwuchsleistungszentrum beim FC Augsburg warst, da eigentlich quasi alle Jugendmannschaften durchlaufen hast und da wird dann ja schon so eine gewisse Disziplin dazu im Spieler eingebläut, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man hat bestimmte Regeln, an die man sich halten muss als Spieler. Da gibt es keine Tabus, sag ich mal. Und ja, wer ist Spieler, sag ich mal, wir wollen alle immer hoch hinaus als junge Spieler, vor allem wenn man ein Nachwuchsleistungszentrum ist. Und in Augsburg war schon immer, dass man gesagt hat, okay, das ist ein bestimmtes Sprungbrett, was du auch hast, das musst du nutzen. Dafür muss man auf viele Dinge verzichten in jungen Jahren. Ich bin früh von zu Hause weggegangen mit 15 auf dem Internat. Aber schlussendlich wirst du da auch einfach auch erwachsener und kannst du besser umgehen in Drucksituationen. Was war das für eine Zeit für dich, dann mit 15 von zu Hause weg nach Augsburg, Neustadt? Du kennst eigentlich niemanden. Wie war das? Erzähl es mal so ein bisschen. Ja, es ist halt, du kommst von deinem Freund von zu Hause weg. Augsburg war von mir zu Hause eine Stunde gut entfernt, 78 Kilometer. Unter der Woche mit Schule und so weiter, mit Training. Es war alles beieinander angeschlossen. Vom Zeitpensum her, sag ich mal, ist nicht viel übrig geblieben für Freunde. Aber für mich war schon immer klar, wenn ich diesen Sprung in ein Nachwuchsleistungszentrum schaffe, dann ist es so, dass ich den zu 100% durchziehe. Und das für Jahr für Jahr ist dann immer wieder eine Steigerung gekommen mit dem ersten Vertrag und sonstigen Dingen. Und natürlich auch der fußballerische Erfolg. Und da war es natürlich am Anfang nicht leicht. Ich bin ein sehr familienbezogener Mensch. Meine Eltern stehen zu 100% hinter mir, immer noch, sind auch jetzt immer noch bei jedem Heimspiel eigentlich da, haben mich damals überall hingefahren, egal zu welchem Probetraining es sein musste oder dann in Augsburg zu welchem Spiel. Und ich sag mal, das gibt einem so den Rückhalt, was du im Fußball noch brauchst in jungen Jahren. Bei welchen Probetrainings warst du denn auch aus in Augsburg? Boah, ich war bei den Löwen damals, als 13-Jähriger und in Unterhaching und damals als 11-Jähriger noch bei Bayern. Dann hatte ich gar nicht so lange her, vor einem halben Jahr war ich in St. Pölten in Österreich und da ist natürlich, sag ich mal, wenn es weiter weg ist, sind auch 5 Stunden gewesen, dann brauchst du natürlich auch, sag ich mal, die Nähe zu deinen Eltern und einfach diesen Gesprächsbedarf, den du hast nach jedem Training, was einfach neue Eindrücke sind, genauso wie es hier auch war, musst du halt einfach diesen Rücken haben. Du hast diesen Traum gelebt, den Millionen kleine Jungs leben in den NLZ, den Traum vom Profifußball, du hast ihn sehr, sehr lange gelebt, du lebst ihn immer noch. Aber warum hat es am Ende dann vielleicht doch nicht ganz in Augsburg gereicht für die erste Mannschaft? Ich hatte lange ein sehr gutes Standing in Augsburg. Ich habe mir das alles so von Tag 1 oder von Woche 1 Jahr für Jahr erarbeitet. War lange oben bei den Profis dabei. Habe oben bei den Profis trainiert. In der U23 damals als U19-Spieler damals auch gespielt. Schon 7 Spiele gemacht. Damals auch gegen 60 vor 13.000 waren es. Hatte ein sehr gutes Standing. Immer gespielt und dann gab es eben einen Trainerwechsel und da waren dann eben so persönliche Komponenten, die nicht gepasst haben, wo ich dann nicht mehr auf meine Spielzeiten gekommen bin und dann habe ich für mich selber entschieden, dass ich einen Neustart will und deswegen bin ich, sage ich mal, auf dieses Frankfurt, FSV Frankfurt dann auch gekommen, weil ich einfach auch wollte, dass ich ein bisschen weiter wegkomme, so einen kompletten Neustart für mich selber. Auch, dass ich so früh von zu Hause weg bin, kann ich damit ganz gut umgehen, sage ich mal, und das war mir persönlich wichtig. Wenn du es jetzt so die letzten Wochen Revue passieren lässt, die richtige Entscheidung nach Frankfurt zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich von Tag 1, ich sag mal Tag 1 Probetraining, sehr wohl gefühlt. Ich habe auch selber zu meinem Vater gesagt, wenn es für mich eine Option gibt, dann gehe ich zum FSV, weil ich mich da einfach ja, sehr heimelig fühle. Ich brauche einen Verein, wo ich einen Anschluss einfach zu jedem habe, wo jeder persönlich mit mir sehr gut kann, sag ich mal. Und einfach der respektvolle Umgang ist mir wichtig. Und ich sag mal, das bringt einen Verein und einen Spieler sehr, sehr weit.
Und damit kann man sehr viele Erfolge sammeln. Also würdest du sagen, du bist schon jemand, der noch auf seine Familie hört, was Entscheidungen angeht? Ja, also schlussendlich muss ich die Entscheidung tragen und schlussendlich muss ich es entscheiden. Aber ich hole mir natürlich Meinungen ein, um halt einfach das Beste für mich persönlich auf meine Person bezogen und natürlich auf meine fußballerische Laufbahn zu beziehen, muss ich mir verschiedene Meinungen einholen und das tue ich. Und bis jetzt waren nur positive Entscheidungen dabei. Wie ist es bei dir, Carlos? Bist du auch jemand, der auf andere Leute hört, auf Meinung hört, auch sich Meinung einholt oder entscheidest du eher für dich selber? Nein, also ganz ehrlich, man braucht immer Menschen, die einem auch eine Meinung geben. Man darf nicht immer auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Und natürlich habe ich meinen Geschäftspartner und besten Freund, den Jean-Pierre, der natürlich immer ein guter Ratgeber für mich ist und wo ich mir natürlich auch gewisse Absolutionen einholen muss. Und dann gibt es viele Menschen bezüglich auch Themen rund um das Thema Wein, wo ich auch mal zuhören muss. Aber ich bin da sehr, sehr gesettelt, muss ich ehrlich sagen. Es gehört zum, man würde sich irgendwann in so einem Level befinden, wo man auf keinen mehr hört und dann auch viele Fehler macht und dann trotzdem glaubt, dass alles richtig ist. Und das will ich nicht. Dementsprechend höre ich auf viele Menschen, mache mir darüber meine eigenen Gedanken, aber entscheiden müssen es dann mein Geschäftspartner und ich. Aber viele Meinungen ist natürlich super, weil man dann natürlich auch ein bisschen filtrieren kann und sagen muss, okay, das macht Sinn oder das macht eben keinen Sinn. Also ich höre schon ganz gerne auf Leute. Du hast ja gesagt, du hörst ja auch gerne Meinungen über Weine von anderen an. Gibt es denn überhaupt noch jemanden, der dir was über Wein beibringen kann? Ah, natürlich, natürlich. Also ich bin bei aller Liebe, ich bin ja hier, wenn ich auch der Host bin und der Papi für alle in der Weinbank, bin ich weit weg davon, dass ich jetzt der größte Weinpapst bin. Nichtsdestotrotz habe ich ein Fingerspitzengefühl und eine große sensorische Kenntnis über Weine. Was kommt an? Was mögen die Leute? Und da lasse ich mir auch von keinem was sagen. Ja, also ich werde nicht per Order die Mufti, weil einer eine Meinung hat, ich irgendeinen Wein listen oder vertreiben. Mir muss der Wein auf jeden Fall schmecken. Und wenn der Tag irgendwann kommt, dass ich nicht mehr weiß, was gut und was schlecht ist, dann werde ich mir komplett die Meinung anderer übernehmen. Aber im Moment klappt das noch ganz gut und mit großem Erfolg. Insofern mache ich mir noch keine Gedanken. Okay. Was würdest du denn sagen, sind so in dem Business deine Stärken? Ich glaube, das Allerwichtigste in dem Weinbusiness ist natürlich eine offene Person zu sein, eine freundliche Person zu sein, gut zuhören zu können, was die Weinbank angeht. Es ist natürlich auch viele Menschen verknüpfen zu können. Wir haben hier vom Taxifahrer über den Investmentbanker, Arzt, Anwalt, Studenten, alles. Und von 18 bis 80. Insofern muss man natürlich eine große Gabe haben, nämlich dieses sozial verbinden können und auch wirklich alle an einem Tisch zu kriegen hier und dann allen auch vorzuleben, dass jeder mit jedem auch kann, wenn man nämlich das Thema Wein zum Beispiel hat. Und das funktioniert bisher einwandfrei. Sehr, sehr schön. Das ist aber auch eine wirklich, wirklich schöne Location hier und das macht auch Spaß hier. Lenny, du hast andere Stärken, da bin ich mir sicher. Du bist offen und herzlich, das kann ich dir zu 100% zurückgeben. Du bist auch bei uns auf der Geschäftsstelle sehr, sehr beliebt. Wenn du deine eigenen Stärken auf dem Platz sehen würdest, du bist hergekommen, hast viel Innenverteidiger gespielt, viel auch auf der 6, jetzt hat dich der Tommy einfach mal rechts hinten reingeschmissen. War es ein Problem für dich? Nein, ich habe damals auch schon in der U19 Rechtsverteidiger gespielt, sowie Linksverteidiger auch. Deswegen kannte ich die Position. Es ist natürlich eine Umstellung, ein Verteidiger ist nochmal ein bisschen defensiver als der Außenverteidiger, du hast viele offensive Akzente mit Ball, was mir aber, muss ich sagen, persönlich sehr liegt, weil ich damals auch als jüngerer Spieler Offensivspieler war und weiß, auf was es da auf der Position drauf ankommt. Worauf kommst du da? Du musst den Durchschlagskraft nach vorne haben, du musst schauen, dass du den Ball antreibst, die Spieler antreibst, viele, viele Laufwege hast du, im Spielaufbau musst du variabel einsetzbar sein, so nicht nur auf der Linie stehen und auf den Ball warten, sondern einfach mit der Höhe auch anpassen. Muss schnell sein, muss natürlich defensiv verbunden, gegen den Ball natürlich auch da sein und deine Zweikämpfe gewinnen. Und ich finde, das gelingt mir ganz gut bis jetzt. Als der Tommy Brennel in der Spieltagsbesprechung gesagt hat, Lenny, du spielst heute von Anfang an dein erstes Spiel, warst du nervös? Eine gewisse Grundnervosität hast du immer. Also vor dem Spiel, sag ich mal, ist der Spieler, der sagt, er ist nie nervös vor dem Spiel, das stimmt nicht. Du hast immer eine Grundnervosität und klar, die war da, aber ich sag mal, die macht einen nochmal mehr heiß auf das Spiel. Und so das erste Mal, sag ich mal, für ein Punktspiel in der Arena aufzulaufen, war für mich natürlich auch so ein kleiner Traum, sag ich mal, wann das gleich im ersten Spiel geklappt hat. Und dann mit einem Sieg auch noch, war natürlich dann mit der Verletzung, sag ich mal, so negativ,
nochmal da, also persönlich. Aber die Mannschaft hat zum Schluss gewonnen, die 3 Punkte eingefahren und das war das Wichtigste an dem Tag. Hast du, du bist ja jetzt noch nicht so lange in Frankfurt, aber hast du schon so die Stadt so ein bisschen erkunden können? Ja, ich war, meine Freundin ist die ersten 2 Wochen, wo ich hier war, hat sie Urlaub und war mit mir hier. Und wir haben ein bisschen die Stadt erkundet, auch mal über den Main mit dem Schiff gefahren. Einfach mal ein bisschen rumgeschaut, ein paar Restaurants, ein paar gute kenne ich auch schon. Und ich wurde auch sehr gut in der Mannschaft aufgenommen. Also die nehmen mich mit zu verschiedenen. Wir essen gehen am Mittag oder am Abend, wenn wir mal alle zusammen was machen oder wenn wir zu 4, zu 5 was machen. Wir zeigen ja viel. Mittlerweile kenne ich die Gegenden, sage ich mal, und die Innenstadt ist ja, sag ich mal, auch sehr kompakt. Und das gefällt mir persönlich sehr gut zum Beispiel. Habt ihr den Lieblingsplatz in Frankfurt? Also ich finde persönlich jetzt, ich bin jetzt noch nicht so lange da, aber ich mag das Operncafé ganz gerne, am Opernplatz zum Beispiel. Es ist einfach ein bisschen ruhiger, es ist nicht so viel Tumult, sag ich mal, einen guten Kaffee, da bin ich ab und zu mal. Ja, bei mir gibt es traditionelle Frankfurter Küche und ich bin sehr gerne bei meinem Freund Christian Dressler in der Lorbeerschenke. Also das passt eigentlich immer. Mit schönem Blick auf den auf Frankfurt und natürlich mit dem einzigen Weinberg der Stadt Frankfurt. Du hast gerade gesagt, du bist gut aufgenommen worden, die Jungs haben dich aufgenommen. Der Arif hat mir letzte Woche gesagt, so, ihr habt einen überragenden Zusammenhalt in der Mannschaft. Würdest du da mitgehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, der Zusammenhalt in der Mannschaft, das hat man jetzt einfach in den ersten Spielen auch gemerkt, der ist brutal. Da ist jeder Spieler, sag ich mal, für den anderen da, egal ob er jetzt auf dem Platz steht oder nicht auf dem Platz steht oder verletzt ist oder nicht verletzt ist. Das muss ich sagen, das habe ich in den 3 Wochen sehr gemerkt. Weil normalerweise ist es so, dass du als verletzter Spieler eher weg so von der Mannschaft bist. Und deswegen war mir einfach das Wichtigste auch, dass ich so nah wie möglich da bin, wenn die Trainingseinheiten auch da sind, ich meine Trainingseinheiten habe. Und da merkst du dann schon, sag ich mal, da wächst du einfach zusammen und das holt, sag ich mal, in der Saison auch ein paar Pünktchen raus. Es war jetzt schon relativ viel Pech am Anfang mit Verletzungen. Andu, Mischa, Jake, du, Timo, Kuni hat noch kein Spiel gemacht. Das ist ja, kannst ja durchgehen. Adu auch. Wie schwer ist das für euch, das dann auch aufzufangen? Ich sag mal, der erste Eindruck, sag ich mal, nach der Verletzung ist immer am schwersten. Ich sag mal, da denkst du dir so, warum ich, beziehungsweise warum überhaupt. Aber ich sag mal, du musst Verletzungen Zeit geben, das ist einfach so. Das muss einfach wieder zusammenwachsen, egal, jetzt auf die Schulter bezogen, diese Bänder müssen einfach heilen. Da darfst du nichts erzwingen. Und wir haben eine super Physio, eine super Arztabteilung, sag ich mal, die sich dann mordsmäßig drum kümmert. Und deswegen mache ich mir jetzt so meine Bänder, sag ich mal, wenn ich wieder einsteige, auch keine Sorgen. Was glaubst du ist drin mit der Mannschaft dieses Jahr? Wir wollen auf jeden Fall als Mannschaft, sag ich mal, so viele Punkte wie möglich sammeln. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal wie der Gegner heißt. Und ich sag mal, das ist auf jeden Fall möglich. Allein von der Mannschaftszusammenhalt und von der Art und Weise, wie wir spielen. Sieht man an den 13 Punkten jetzt und an den Heimspielen auch, dass wir sehr präsent auf dem Platz sind. Es gibt immer Kleinigkeiten, die man noch verbessern kann, persönlich wie mannschaftlich. Aber ich sag mal, so viele Punkte wie möglich sammeln und schauen, was dann oben drin ist. Hast du dir ein persönliches Ziel gesteckt? Ja, also jetzt hat es so auf Außenverteidiger bezogen. Also ich würde die Saison gerne über 3 Tore schießen, aber Mindestziel ist mindestens 3 Tore und bis zu 6 fordern. Als ich das an Jake gefragt habe, hat er auch gesagt, er hat sich ein Ziel gesteckt, aber wollte es mir nicht sagen. Weißt du es? Vom Jake? Ja. Also wissen tue ich es nicht, aber wenn ich raten müsste, 15, 13, sowas? Würden wir nehmen. Das ist auch möglich. Definitiv. Carlos, willst du dem FSV irgendwas wünschen dieses Jahr? Also man träumt natürlich als Sponsor immer von einem sportlichen Aufstieg, ja, aber es ist natürlich wahrscheinlich in diesem Jahr zu verfrüht. Was ich mir wünsche, ist eine stabile Spielkultur. Ich wünsche mir toll, wenn es so ist, dass die Mannschaft so zusammensteht, dass das auch über die ganze Saison hinweg ist. Und ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Sponsoren, mehr Unterstützung für den Verein. Schönes Schlusswort. Ich danke euch. Zum Glück.